Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update. Schaut mal, wo ich mich befinde. Auf dem Sofa und ich beobachte hier meine Fische. Ja, schaut euch das mal an. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das Video hoch machen konnte. Ich immer noch so geflasht bin. Ich habe hier meine Lampe in der Hand, weil das Licht ja immer so ein bisschen grausig ist. Die haben gerade gefressen, deswegen ist es leider ein bisschen trübe. Aber ich habe mich letzte Woche schon darüber aufgeregt, wie dumm ich doch bin, dass ich noch weiter züchte. Weil, ja, schaut euch an. Es sind ungelogen mindestens 200 Fische. Ungelogen. Das ist jetzt ein 120-Liter-Becken. Ich habe jetzt alle hier reingemacht, wie ihr vielleicht seht. Der Opakwurf ist hier auch drin. Ich habe hier eine große Pumpe angeschlossen, dass ich dann auch dem Dreck Herr werde, weil das kriege ich mit Lufthebefilter nicht mehr gewuppt. Ich mache im Prinzip alle paar Tage einen Wasserwechsel von 50%, weil so viele Fische machen viel Dreck. Vorhin war das echt ein Bild für die Götter. Die kriegen jetzt auch alle Frost und leben natürlich auch und es war ein Bild für die Götter, als sie sich alle da drauf gestürzt haben. Ja, ihr seht den großen Unterschied. Ich habe trotzdem es gewagt, jetzt alle hier reinzutun, weil ich davon ausgehe, dass da nur noch drei Männchen sind. Und um das Aggressionspensum hoffentlich gering zu halten, lasse ich Tiere gerne lange zusammen und es ist für mich angenehmer, die Tiere hier alle zu füttern. Ich habe jetzt auch die Artemia-Produktion eingestellt. Ich bestelle mir jetzt nicht nochmal eine neue Flasche, weil das brauche ich dann wirklich nicht auf. Das heißt, die kriegen jetzt nur noch Frost, Lebend- und Trockenfutter. Was ich füttere, kann ich ja nochmal in einem größeren Update-Video euch sagen. Die Fische sind jetzt 4 Wochen auseinander, der Opakwurf und der Rotblaue, und von Rotblauen sind auch schon welche dabei, die echt schon fast so groß sind wie die Opaktiere. Und ein paar Opaktiere sind so klein wie die. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich habe zwei, drei, die ich noch separieren will. Das mache ich jetzt die nächsten Tage. Aber ich wollte die beiden Becken, die 60er, einmal richtig sauber machen. Bei dem 61er Becken habe ich sehr viele Schnecken drin. Die wollte ich einmal ein bisschen absammeln. Und das macht natürlich so viel kreuz und quer, wenn man da richtig Schnecken absammelt, dass das nicht schön für die Fische ist. Ja, ob sie jetzt hier weniger Stress haben, fragt mich nicht. ich leuchte sie mal so ein bisschen an. Da sieht man auch ganz schön, wo es überall glitzert, sind Fische. Und die Scheibe habe ich ja falsch rum montiert. Also, das ist eigentlich die Rückseite, die alte Rückseite, deswegen. Die Flecken kriege ich nie wieder ab. Da habe ich mich ja schon köstlich geärgert drüber. Und bei dem Becken wollte ich ja die Dinge abmachen, aber ich kriege sie ja nicht ab. Diese Teile hier habe ich schon mit einem Messer probiert. Und ja, es ist natürlich das passiert, was ich mir gedacht habe. Es sind sehr viele blaue Tiere. Es sind nur ein paar, die komplett rot werden könnten, aber die schimmern jetzt auch schon blau, sehe ich gerade. Die ganzen Tiere haben noch ihre, sag ich mal, Stressfärbung, Schrägstrich Jungtierfärbung. Die meisten kennen das als Stressfärbung bei Weibchen und Männchen. Das ist aber sozusagen das Jungtierkleid und ich gehe jetzt mal näher ran. Die sind so 2 bis 3 cm groß und wenn man richtig Licht dran hält, glänzt die natürlich wie Olle. Und ihr seht, die machen echt Dreck. Also ich habe wirklich zwei Tabletten heute reingetan. Zwei Frost. Und die haben schon wieder Hunger. Die fressen mir die Haare vom Kopf. Ich nehme es nur noch mit Humor, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Ups. Jetzt ist mir die Abdeckung hier reingerutscht. Aber irgendwann muss es ja passieren. Und deswegen sagen wir auch immer zu Anfängern, vertrag keine Kampffische.
Das machen wir nicht, um euch zu ärgern oder so, sondern um euch sowas zu ersparen. Weil jedes Tier im schlimmsten Fall muss ich separieren. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich die Tiere in Gruppen aufteile und dann in verschiedene Becken verteile. Oder ob ich ein 240 Liter Becken hole, aber das wird hier nicht richtig stehen können. Die Wurzel ist übrigens noch beschwert, weil mit dem Stein da, weil die sonst immer noch aufschwemmt, die ja schon bestimmt im dritten Monat jetzt am Wässern. Ja, also wenn hier Züchter zugucken, denke ich mal nicht. Was für Becken habt ihr bei so großen Würfen und macht ihr, teilt ihr die in Gruppen? Also weil jetzt aktuell kann ich von Selektion noch nichts sagen, weil sie sehen alle noch gleich aus. Und ich habe meistens relativ spät meine Selektion angefangen, weil ich wirklich mir sicher sein wollte. Ja. Falls wer mal Interesse hat, ein paar Fische zu separieren, schreibt mir eine Mail mit einer kleinen Bewerbung. Dann fische ich euch hier 20 Fische raus und ihr könnt euch mal versuchen. Oder 10 Fische, aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr die dann alle einzeln haltet. Nochmal zur Erinnerung, also für den Rot-Blauen. Nochmal zur Erinnerung, das ist der Papa. Ein sehr schönes Tier. Und die Mama ist hier unten. Ups, die ist schreckhaft, deswegen sitzt die hier in etwas dunkleren Wasser. Der geht jetzt aber schon wieder richtig gut. Also. Und hier sind ja die anderen separierten Männchen. Vielleicht kriege ich es ja zum Drohnen nochmal. Die haben immer auch leckeres Essen gekriegt. Guck mal, wie voll die sind. Na, hier, guck mal die an. Ich habe schon die anderen Boxen vorbereitet. Die habe ich nochmal desinfiziert, nochmal richtig gereinigt. Schon mal die Lufthebefilter vorbereitet, weil hier ist es ja echt blöd. Hier geht es auch super. Und hier ist halt das Schneckenklagtbecken. Das werde ich komplett neu machen, weil das hat so keinen Zweck und das muss ich auch nochmal neu machen. Und hier habe ich schon Schnecken abgesammelt für jemanden. Also ich verkaufe hier diese, diese Schnecken. Könnt ihr mir auch schreiben? Ja. Also, das ist der Stand. Nehmt es mit Humor. Also, ich habe noch nie so einen großen Wurf gehabt. Ich nehme es mit Humor. Ich habe mir so einen großen Wurf immer gewünscht und ich bin froh, dass es mir jetzt hier passiert ist, wo ich hier Platz ohne Ende habe und oben Seepass ohne Ende. Okay, es hat ein Ende. Also, jedes einzelne Tier kann ich wahrscheinlich erstmal nicht separieren. Deswegen muss ich das jetzt in Gruppen und Etappen machen und dann nochmal Seepa-Boxen ordern. Aber ich freue mich irgendwie drauf, weil es ist voll die Herausforderung. Aber ich genieße jetzt noch die Zeit, solange wie sie in einem Becken sind. Und ich hier nicht 3 Stunden stehe, um die Seepass zu putzen, sondern nur eine halbe Stunde. Ja, also ich wollte eigentlich ein Video machen mit einem Titel, oh mein Gott, ich habe so viele Fische oder irgendwie sowas. Aber dann dachte ich, das könnte vielleicht falsch bei euch rüberkommen. Also ich bin mir wirklich hier bewusst ohne Ende, wie das weitergeht. Und ich habe ja hierfür auch noch mehr Pflanzen geholt, aber ich musste die jetzt umsetzen. Also hier oben sind ein paar Pflanzen drin. Ja. Und übrigens hier, die sehen auch echt prächtig aus, ja. Das sind echt schöne Tiere. Das sind, glaube ich, alles Mädels, aber noch kann man nichts richtig erkennen. Noch ist das Glaskugel gucken und der mit dem schwarzen Fleck, der wird auch immer größer, guck mal. Den behalte ich auf jeden Fall, egal ob sie oder er. Das ist ja bestimmt ein Männchen. So wie der guckt. Und ich habe sie schon probiert zu dressieren. Also wenn ich hier, ich mache jetzt immer hier so, wenn es Futter gibt. Und dann fangen die an, sich hier zu sammeln. Jetzt
muss ich natürlich gleich auch ein bisschen Futter reinwerfen. Muss ich noch mal ein bisschen Trockenfutter reinmachen. Na, die haben dann hier auch schon richtig Hunger. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Die fressen gleich meinen Finger. Sie macht das wirklich ganz vorsichtig, aber das hören die schon. Deswegen müsst ihr bei Fischen niemals an die Scheibe klopfen, ne? Habt ihr schon mal Babyfische so nah gesehen? Also, meine Fische sind auf jeden Fall zahm. Jetzt müssen auch noch ein paar mehr kommen, ey. Enttäuscht mich nicht, weil die haben alle schon gefressen, ne? Ja, gut. So, noch zwei, drei Pöppels reinwerfen hier. Bin ja nicht so. Ich habe ja auch einen Automat stehen. So, schaff, dass die abends dann noch mal ein bisschen was nachgeladen kriegen, falls ich es nicht schaffe. Aber bisher, oh Gott, bisher füttere ich sie ja immer abends. Guckt sie euch an. Das ist so ein geiles Bild, oder, Leute? Wer bis hierhin geguckt hat, schreibt mal in die Kommentare ein Fisch-Emoji. Und was es heute bei ihm zu Pfingsten zum Kaffee trinken gab. Das war eine Challenge, oder? Okay, so, jetzt aber. Guckt euch mal den Fischhaufen an. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Es ist ein taufrisches Video und macht's gut. Ciao. Vergisst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dingeling. Macht's gut. Ciao.